Also Schulsanitätstag in Süße. Mir ladet die gesamte Schule ein, die alle ihren Schulsanitätsdienst vom Jugendrotkreuz betreibt. Mir bietet hier ein Zelt. Wir Zeltbetrieb. haben dieses Mal Stationen. Mir zeigen hier einen Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug. Wir haben Stationen mit Notfalldarstellung, mit Immobilisation, mit Herz-Lungen-Wiederbelebung. Das sind alles so Sachen, die man hier anbietet. Also ich bin Julius Tasche, bin seit 2009 in der Bergwacht und heute sind wir halt hier, um den Schülern vom Schulsanitätsdienst mal die Bergwacht Göppingen vorzustellen. Also hier lernen Sie die Herz-Lungen-Wiederbelebung. Jetzt wird im Moment der Patient angesprochen, um das Bewusstsein zu überprüfen. Dann wird die Atmung 15 Sekunden lang durch Sehen, Hören und Fühlen überprüft. 30 Mal drücken, wird dann zweimal beatmet. Und dann wird der Zyklus weitergemacht. 30 Mal drücken und zweimal beatmen. Mein Name ist Uli Kienzli, ich bin der stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende vom Ortsverein Göppingen-Schorwein. Das ist das Kreisauskunftsbüro, welches in den Schadensereignissen verwendet wird und Verwendung findet. Hier sind wir jetzt im praktischen Teil. Das heißt, es wird in diesem Originalprogramm, das ist auch ein Original-Laptop, wie er eben im Kreisauskunftsbüro Göppingen verwendet wird. In diesem Original-Laptop geben es die Kinder und Jugendlichen eben Suchanfragen ein und vergleichen sie und machen auch den Abgleich letztendlich, ja, ob der bereits irgendwo registriert ist oder nicht. Das hat eben den Hintergrund, dass die Leute relativ schnell wieder zueinander finden oder man auch über den Verbleib der einzelnen Verletzten oder Betroffenen dann letztendlich weiß. Also ich heiße Christian Wagenfeld, ich bin Anästhesist in der Klinik am Eichert in Göppingen und habe heute den Kindern vom Jugendsanitätstag oder Schülersanitätsdienst das NEF erklärt. Das heißt das Notarzteinsatzfahrzeug, welche Aufgaben es hat, welche Ausstattung das Gerät in Form von Koffern und EKG-Geräten hat, welche Materialien alle mitgeführt werden. All sowas wurde den Kindern heute im Verlauf dieses Tages beigebracht. Man hat das NEF mit seinen Geräten erklärt, die Ausstattung ihnen dann gezeigt. Die Fragen waren, wie kommt das NEF zu seiner Einsatzstelle, dass es über eine Alarmierung gemacht wird und dass es ein sogenanntes Rendezvous-System ist. Das heißt, zum einen fährt der RTW hin und zum anderen kommt dann der Notarzt aus der Klinik mit seinem NEF dorthin gefahren. Wie schnell der da immer hinkommt, war die Frage. Wie viel PS das Auto hat, das hat man den Kindern erklärt. Und der Tagesablauf so eines Notarztdienstes und was alles für Notfälle passieren können. Kollegen und Kolleginnen, also die Schülerinnen und Schüler, sind heute bei der Wasserwacht. Wir versuchen ein bisschen einen Einblick zu geben, was die Wasserwacht so macht. Weil die Wasserwacht ist nicht nur Rettungsschwimmen, sondern normale Breitenausbildung noch. Wir geben also auch Schwimmkurse und so weiter. Dann gehört der Naturschutz dazu. Das ist natürlich hier im Hallenbad ein bisschen schwer, einen Naturschutz zu vermitteln. Deswegen haben wir versucht, uns aufs Schwimmen und aufs Rettungsschwimmen zu konzentrieren. Deswegen ist hier normales Schwimmen angesagt. Wir durften ein bisschen tauchen. Und jetzt diese technische Rettung, das heißt mit der Schwimmweste oder mit der
Rettungsleine ein Opfer zu retten und dann an Land zu bringen, ganz an den Becken ranzubringen. Das ist dann so die Hauptsache, die wir heute gemacht haben. Und im Großen und Ganzen habe ich so das Gefühl gehabt, es hat allen recht Spaß gemacht. Uns natürlich auch. Schule, Weschenbeuren. Also man durfte sich raussuchen, ob man schwimmen wollte oder klettern. Und fast alle haben sich zum Klettern wollte klettern. Und eins fand ich gut. Also die Stationen waren gut. Und wir haben was zu essen gekriegt. Pizza, Müsli, Butterbrezeln, also Frühstück und so. Und es war lecker. Ja, wir haben uns die Krankenwagen angeguckt und ja, wie wir uns verarzten und alles. Okay.